Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir wieder ein Grundl Catch & Cook machen, aber mit einem neuen super super leckeren Rezept. Dann geht es den Grundeln heute wieder mal an den Kragen, nur werden sie im Anschluss nicht paniert und in der Pfanne herausgebraten, sondern sie werden in Form eines Pasta-Gerichts verarbeitet. Dieses Rezept habe ich von meiner italienischen Schwiegermutter, nur habe ich es abgewandelt. Die kocht es natürlich normalerweise nicht mit Grundeln, sondern mit Meeresfrüchten. Die Meeresfrüchte werden jetzt durch Grundeln ersetzt. Aber was das Rezept und das Kochen betrifft, da ja, gehen wir ja letztendlich nachher drauf ein. Jetzt geht es erstmal darum, unsere Zutaten noch zu fangen. Also die letzte Zutat, und zwar die Grundeln. Das machen wir natürlich in dem Fall wieder sportlich. Ich werde es wieder wie beim letzten Mal mit Cebu und kleinen G-Tails versuchen. Erstmal. Wir haben aber leider immer noch Hochwasser. Und ja, es nimmt kein Ende mit dem Hochwasser und habe deswegen noch zur Sicherheit ein Päckchen Dendrobena besorgt, falls das mit den G-Tails eben nicht klappen sollte. Gut, dann hätte ich gesagt, schauen wir, dass wir ein paar Grundeln erwischen und ja, los geht's. Erste Grundel ist gefangen, bloß ein bisschen größer sollten sie noch werden. Okay, ich werde jetzt auf Würmer umschwenken, weil mit dem Kunstköder ist es einfach gerade schwierig. Es ist so unfassbar trüb und ja, der Geschmack eines Wurmes ist halt einfach nochmal was anderes. Ansonsten zieht sich das mit dem Grundelfangen ewig. Und dann kommen wir nicht mehr in die Küche und das wollen wir vermeiden. Also starten wir mit einem Würmchen. Erster Wurf mit Wurm und natürlich sofort Biss, aber nicht lang genug gewartet. Dann machen wir halt gleich den nächsten hin. Oh, guter Fisch, Leute. Was ist das? Ein schöner Beifang. Bestimmt der Praxen. Ach, Walz. Walla. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, Leute. Thank you.
Ja, krass, kleine Welt. Leute, was soll ich sagen, gell? So, dann haben wir einen kleinen Beifang. Und zwar einen kleinen Wels. Ja, der eignet sich jetzt natürlich nicht für die Grundelpfanne, aber cooler kleiner Beifang. Hier kein Riese, aber we take it. Ja, Leute, nach dem dritten Spotwechsel haben wir jetzt endlich wieder eine Grundel überreden können. Das ist auch mal eine gute. So in der Größe ist perfekt. Und ja, ich hoffe, dass an dem Spot jetzt noch ein paar mehr von denen stehen, weil ja, heute ist keine Ahnung. Unfassbar. Ich tue mich richtig schwer mit den Grundeln. Aber naja, wir werden schon noch auf ein paar kommen. Bis Leute. Hängt. Jawohl. Nächste Grundel, perfekte Größe. Bis Leute. Hängt. Hängt. Oh, die ist gut. Die ist gut. Bis Leute und hängt. Jawohl. Sehr schön. So Leute, hängt wieder eine. Unfassbarer Kampf hier. Ja, nice. Dann geht's direkt vom Fischen aus hier in der Küche weiter. Ich habe jetzt noch mit Ach und Krach 8 Grundeln, also insgesamt 8 Grundeln erwischen können. Das war heute wirklich eine Katastrophe, aber das ist einfach dem Hochwasser geschuldet. Die Grundeln, die sitzen jetzt alle in den Steinpackungen drin und ja, da kann ich sie einfach nicht beangeln. Aber Gott sei Dank ist die Anzahl der Fische für unser heutiges Gericht nicht ausschlaggebend, denn um gleich nochmal aufs Gericht zurückzukommen, wir wissen ja schon, dass wir heute ein Pasta-Gericht machen und es die Pasta-Soße ist eine Tomatensoße, die normalerweise ja mit Meeresfrüchten gemacht wird. Und wir ersetzen die Meeresfrüchte heute mit den Grundeln. Und somit ist es eben nicht so wichtig, wie viele Grundeln das es sind, weil es ja einfach nur die Zugabe in der Soße ist. Aber ja, ein paar sollen es dann schon sein, ansonsten ist es halt einfach verschwindend. Aber 8 Stück sind jetzt, vor allem sind es jetzt zum Schluss die bisschen besseren geworden. Sind absolut ausreichend, diese 8 Stück. Genau, dann hätte ich gesagt, zeige ich euch als allererstes mal alle Zutaten, die ihr für das Rezept braucht, um es nachkochen zu können. Dann schauen wir uns die Zutaten mal an. Vorab ist zu sagen, die Menge ist ausgelegt auf ca. 3 bis 4 normal große Portionen. Also, ihr braucht auf alle Fälle mal frische Tomaten. Ihr braucht eine Zwiebel, ihr braucht 2 Knoblauchzehen, ihr braucht relativ viel Petersilie. Den Rest habe ich noch im Kühlschrank, das ist einfach bloß zum Zeigen, also da braucht man doch etwas mehr. Ein halbes Kilo Spaghetti, natürlich unsere selbstgefangenen Grundeln und einen
Weißwein, einen trockenen Weißwein. In dem Fall habe ich jetzt einen Pinot Grigio. Ihr könnt aber auch beispielsweise einen Chardonnay benutzen. Zu den Gewürzen ganz einfach Pfeffer, Salz, Chili-Pulver, wer es mag. Ansonsten könnte man auch nicht so scharfes Paprikapulver nehmen. Und wer mag, also das würde jetzt schon reichen, wer mag, kann auch noch ein Fischgewürz nehmen. Ich mache das durchaus mal rein, muss aber nicht sein, ist auch wahlweise. Genau, so viel zu den Zutaten. Die Grundeln sind noch nicht ausgenommen, das machen wir jetzt gleich. Ich zeige es euch an einer Grundel und dann ja, mache ich den Rest schnell fertig und dann geht's weiter. Dann bereiten wir jetzt eine der Grundeln vor für die Weiterverarbeitung. Und zwar schneidet ihr wie beim Filetieren einmal hier ein, aber wir schneiden es nicht durch. Wir drehen das Fischlein und gehen hier auch hinter die Brustflosse. Und hier schneiden wir aber das Rückgrat durch. So, und jetzt können wir normalerweise die Grundel, also den Grundelkopf samt Eingeweide, einigermaßen rausnehmen. Genau, Grundel ist leer. Die schneiden wir dann natürlich hier noch ganz auf. Und dann wird sie noch gewaschen, aber so einfach ist es, eine Grundel auszunehmen. Ich mache jetzt den Rest von den Grundeln fertig und dann zeige ich euch, wie wir mit den Grundeln weitermachen. Grundeln sind soweit fertig, ausgenommen, gewaschen und mit Küchenrolle abgetupft. Ich habe es jetzt schon mal auf das Backblech drapiert und die kommen jetzt für Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem, bei 200 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen. Während die Grundeln jetzt einen wunderbaren Saunaaufenthalt genießen, können wir uns schon mal um die anderen Zutaten kümmern. Und zwar müssen wir die Tomaten in ganz kleine Stücke schneiden, Zwiebel schälen und in kleine Stücke schneiden und den ersten Schwung Petersilie klein hacken. Genau, Knoblauch entweder auch schneiden oder ihr habt so eine Knoblauchpresse, also ich werde jetzt dann so eine Knoblauchpresse verwenden. Und ja, den müssen wir aber natürlich auch vorher noch schälen. Gut, dann machen wir das mal. Leute, die Fische sind inzwischen schon fertig und jetzt machen wir die mal runter auf den Teller und dann geht es ein kleines bisschen ans Gefummle, denn wir wollen die Fische von der Haut befreien und sie praktisch oder das Fleisch von den Gräten lösen, so gut wie es geht. Und ja, das machen wir jetzt hier am Teller. So, die Fische jetzt von der Haut und von den Gräten zu befreien, ist etwas fummelig. Das muss jetzt, was die Gräten betrifft, auch nicht super perfekt sauber sein, denn die Gräten, ne, merkt man sowieso nicht. Das wissen wir ja auch schon von dem letzten Catch and Cook,
und das ist auch gar kein Problem, die Gräten zu essen. Aber die Haut wollen wir in diesem Fall nicht drin haben, um die geht es primär. Und einfach das, ja, das Fleisch, nur das Fleisch in der Soße dann drin ist. So, so oder so ähnlich schaut es dann aus. Da kann man dann einfach schön das Rückgrat rausziehen und ja, man hat eigentlich keinerlei Verschwendung und hat das lose Fleisch. Und so machen wir das jetzt mit allen diesen Fischen. Während ihr diese Fische putzt, könnt ihr das Kochwasser, das Nudelwasser schon mal anschalten und ja, das braucht ja auch seine 10 Minuten circa, je nachdem, bis es kocht. Gut Leute, dann geht's jetzt ans Thema Soße kochen. Ich habe alles jetzt in eine Pfanne geschmissen. Also Tomaten, Zwiebeln und Petersilie und Knoblauch. Das ist schon drin und fängt jetzt schon das Köcheln an. Ganz wichtig, wir brauchen ja noch den Wein. Und zwar da bitte nicht zu viel nehmen, so circa auf die Menge, was wir jetzt gehabt haben, 1 bis 1,5 Espresso-Tassen. Ist, glaube ich, ein gutes Maß. Genau. Das kommt jetzt dann gleich noch mit rein. Und dann würzen wir die ganze Geschichte. Ja, dann koche ich das Gericht fertig und zum Schluss zeige ich es euch angerichtet und natürlich, wie man das dann noch verfeinert. Es gibt zwei Sachen, die man auf gar keinen Fall vergessen darf. Ach ja, wenn ihr Spaghetti kocht, ja nicht brechen, in Italien wird man dafür durchaus zum Tode verurteilt. Nur ganz am Rande. Spaß beiseite, ich koche das jetzt fertig und dann sehen wir uns wieder beim Anrichten. So Leute, dann richten wir noch schnell zusammen an. Nudeln sind schon drin, dann kommt als nächstes die Soße. Die Soße ist genau perfekt geworden, auch von der Menge. Klar könnten jetzt noch ein paar Fischstückchen mehr drin sein, aber an sich perfekt. Und ja, davon nehmen wir uns jetzt ein bisschen was. Genau, da ist schon ein bisschen was drauf. So, und was natürlich jetzt nicht fehlen darf, ist frische Petersilie. Ich wollte schon wieder Prezzemolo sagen, das ist Petersilie auf Italienisch. So, hier schön frische Petersilie drüber. Der darf ruhig ein bisschen mehr sein, so, das reicht. Ganz wichtig, vor allem bei Fisch, vor allem wenn es mediterran zubereitet wird, ein gutes Olivenöl und das jetzt nochmal über die Nudeln drüber, ganz wichtig. Darf ruhig nochmal ein kleines bisschen was sein, nicht zu viel. Aber das gehört einfach bei Fisch dazu. So, sehr gut, perfekt. Und natürlich Grana Padano. Der darf auch nicht fehlen. Und dann habt ihr ein wunderbares italienisches oder mediterranes
Fischgericht mit Grundeln gezaubert. Super, super lecker und super gesund. Ja, Leute, so schaut's aus. Und es schaut doch einfach nur lecker und zum Reinschlemmen aus. Jetzt habt ihr auf alle Fälle noch eine coole Alternative zu den ja immer in Panade gewälzten Grundeln und dann im Fett rausgebratenen. Vor allem ist es für mich die deutlich gesündere Variante. Und ehrlich gesagt mag es ich so viel lieber. Mir schmeckt es so besser. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich würde mich jetzt auf alle Fälle drüber freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, wenn ihr es nachgekocht habt und vor allem, wie es euch dann auch geschmeckt hat. Über ein Abo und ein Gefällt mir würde ich mich natürlich auch riesig freuen. Und ja, Leute, dann war's das für heute mit diesem Video. Ich wünsche euch wie immer eine coole Zeit am Wasser, dicke Fische, lasst euch das Rezept schmecken und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Haut euch rein. Ciao.